Heute Nacht 2 Grad. Welcher Trottel von euch ist auf die Idee gekommen, bei 2 Grad zelten zu gehen? Ich muss wirklich sagen, ganz besonders freue ich mich auf Redi, Amar und Tüde. Die Jungs sind schon komplett hyped. Jungs, machen wir ein bisschen Stimmung. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich losfetzen, denn bei 2 Grad Celsius ist es natürlich extrem entspannt, draußen zu zelten, oder Rum? Gut. Es ist verdammt wichtig, bei so einem Trip, Jungs, seid ihr aufmerksam? Wichtig ist es, Jungs, dass so ein Zelt ganz klar Beständigkeit zeigt, okay? Oft passiert der Fehler, dass Leute ihr Zelt schräg aufbauen und dadurch über die falsche Planenoberflächendecke zur Erfrierung gelangen. Sowas schon mal gesehen? In Filmen. Wir müssen erstmal eine Betonschicht legen. Darüber brauchen wir diverse Isomatten. Am besten eine dreierschichtige Isomatte. Darüber das Zelt. Und oben drüber sollten wir einen sogenannten Hitzestrahler installieren, dass wir in der Nacht eine Durchschnittstemperatur von 47 Grad erlangen. Kurze Frage. Ja? Haben wir einen Aggregator? Was? Alles klar. Liebe Leute, wir sehen uns auf dem Campingplatz. Warte mal. Geradeaus? Nee, ich muss links, gell? Hey, warte mal. Nee, noch geradeaus. Aber haben wir Isomatten eigentlich? Ich hab eine. Habt ihr welche dabei? Cool. Richtung Campen, Richtung Campen. Auf der linken Spur, Richtung Campen. Wir sind am Campingspot angekommen. Ron hat noch eine Axt da, damit wir uns noch ein bisschen Brennholz schlagen können. Ich hab meine Freundin Letiz hier auch mitgenommen. Welche denn? Ach so. Aber ich teile gerne. Brüderlich. Passanten, die vorbeilaufen, die sollten natürlich auch schon sehen und erkennen, ja, dort wird gerade gezeltet. Was ist denn da Schönes? Oh, da kommt ein Auto. Oh mein Gott, wie krass das aus? Jetzt wissen die Leute, ah. Alles klar, die sind am Campen. Wir wollten grillen, oder? Hast du die Wiener Würstchen nicht mitgenommen? Da ist es doch! Meine Güte! Entzündet den Tornado! Ich finde schon, dass wir jetzt warten können, bis der nächste Autofahrer vorbeikommt, oder? Mein allerjüngster? Over. Over. Wo sind die anderen Zelte? Also, wir haben nur ein Zelt. Gut. Halt mal bitte kurz, ich muss mal die Nase freimachen. Habe ich noch was an der Nase? Das halbe Gesicht ist verrotzt. Alles sauber. Over. Haben wir noch irgendwas, was wir zeigen wollten den Leuten? Haben wir Strom? Haben wir dabei. Haben wir eigentlich einen Aggregator dabei? Der Aggregator! Wir haben den Aggregator vergessen. Wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir gehen jetzt heute Nacht zu fünft in das Zelt rein oder wir bauen das Zelt jetzt ab, patzen zurück in die Stadt und trinken uns heute Abend richtig einen rein. Ich ergänze nochmal die zweite Option. Wir bauen das Zelt in der Stadt auf und werden uns dann in der Stadt im Zelt richtig einen rein trinken. Wie hört sich das an? 3 Stunden draußen in der Kälte. Es war mal wieder eine grandiose Idee. Es ist im Übrigen kein Hut, sondern eine Mütze, die ich so hingefaltet habe. Während ich schon wieder komplett am Sack bin und übel krank bin, was sehe ich? Wieso ist dieser Typ Alkoholiker und wird instant wieder gesund? Während wir Idioten es nicht mal schaffen, 3 Stunden zelten zu gehen, machen Fritz und seine Crew einfach 7 vs. Wild in Schweden irgendwo im Wald. Ich weiß, im Video hat es so gewirkt, als wären wir zelten gegangen, um halt irgendwie ein dummes Video zu drehen. Aber nein, wir wollten wirklich zelten gehen. Während wir zelten gehen wollten, ist uns nur aufgefallen, holy shit, Digga, das haut überhaupt nicht hin. Und wir haben uns alle tief in die Augen geguckt und haben gesagt, Jungs, was ich damit im Endeffekt sagen will, liebe Leute, würdet ihr sagen, dieses aufgeblähte vegane Hackfleisch kann man auch essen? Ich sag's dir mal, aktuell ist es auf YouTube so, der Content ist extrem rar geworden und man muss ja doch mal ehrlich sagen, wer hat jetzt Bock, sich regelmäßig die Videos von mir reinzuziehen? Deswegen muss ich ganz klar sagen, hier geht ein dicker Support raus an Fritz, auch wenn das Projekt ja schon übelst erfolgreich ist. Schaut auf jeden Fall bei Fritz vorbei auf dem Channel. Nachdem ihr jetzt hier die Billigversion 7 vs. Wild für Arme gesehen habt, könnt ihr jetzt euch das Richtige reinziehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn euch dieses Drecksvideo nicht gefallen hat, dann scheppert einen Daumen jetzt im linken oberen Ohrschutz durch und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig. Bei 2 Grad nachts campen möchte. Nur für Content. Ja, aber natürlich. Revi, dann komm doch mal kurz raus. Ich glaube, er kackt gerade. Gut.